Jawohl, Shakes and Fidget, jetzt Server 22 am Start. Ich bin eingeladen worden und habe mir meine Pilze besorgt und muss erstmal hier auf Server 17 noch eine Quest beenden und noch eine neue starten. Jawohl. Server 22, es geht also los. Meine Pilze habe ich mir gekauft. Wie gesagt, es ist ja Pilzaktion erst morgen. Haben wir trotzdem für 24,99 Pilze geholt, weil ich hätte auch zweimal 10 Euro ausgeben können, hätte ich 20 Euro, aber nur die Hälfte an Pilzen, also pff, ist ja Quatsch eigentlich. Die erste Amtshandlung, die ich vollführe, ist der Greif. 24 Silber Umweltprämie. Geil. Ja, aber nur jetzt einmal, damit ich für die nächsten Tage meine Alu, also meine Zeit, vollständig nutzen kann. Und man könnte jetzt noch schauen, was es hier gibt im Laden. Boah, 6 Ausdauer. Der ist gar nicht mal so schlecht. Mit Pilz gleich hinterlegt. Ansonsten immer plus 2. Ja, ist eigentlich Quatsch. Guck mal rein. Als Magier jetzt so am Anfang kann es natürlich mal passieren. Man sollte auf jeden Fall genau hier schon eine super Waffe für den Anfang. Nach der ersten Quest hoffentlich geht die durch. Die geht eine Minute mitgreifen. Jawohl! Und wir kriegen natürlich den ersten Pilz. Wir haben unser erstes Abenteuer geschafft. Und ja, jetzt könnte man einfach eigentlich mal gucken hier. Habe ich den jetzt schon gewechselt, den Stab? Ja. Dass man ja auch mal schnell hier seine Kämpfe zusammenkriegt. So 10 Stück an der Zahl. Bo, 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 bo. Gegen Krieger wird interessant. Jawohl, geschafft. Klasse. Stocky. Oh, der hat ein bisschen geskillt schon, aber sollte trotzdem machbar sein. Jawohl. Sora ist auch ein Krieger. Oh, der hat auch schon geskillt. Mal gucken. Oh, das war knapp. Erster knapper Kampf. Jetzt kriege ich natürlich andauernd Ehre. Das steigt zu schnell auf, da muss ich aufpassen. Ich sollte jetzt nur noch gegen niedrige Leute kämpfen. Oh, bo, 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 bo. 50.000. Greifen wir mal den hier an, den Todeshammer, der ist neu. Zack. Auch geschafft. Wie viel habe ich jetzt? 6 gewonnene Kämpfe. Ab 10 kriegt man was Tolles. Super. Bo, 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 bo. Nehmen wir den hier. Und nehmen wir den hier. Ich weiß jetzt gar nicht so am ersten Tag jetzt, wie viel hat man jetzt? 7000 Angemeldete. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, kann ich wirklich nicht sagen. Ja, 10 gewonnene Kämpfe. Jetzt habe ich plus 2 Attribute schon mal. 10 Pilze ausgegeben, das sind halt Stats, die wichtig sind für jede Quest. Ich bin auch schon einmal angegriffen worden selber und habe gewonnen. Ja, großer Fehler, mein Freund, Alter. Und ja, wir gehen weiter. Ach, es hat so ein bisschen Geld gegeben. Das ist natürlich das nächste Gute. Und ja, kaufe ich mir mal den Ausdauer-Gürtel. Hab da schon sehr viel Ausdauer und das wird mir helfen auf jeden Fall in den Quests, damit ich nicht so viel verliere. Ach, ich hasse diesen Bug hier. Das Überspringen nicht angezeigt wird. Und erstes Level Up hier, Stufe 2, jawohl. Ziel ist jetzt erstmal durchzuarbeiten bis Level oder Stufe 10. Ab Stufe 5 kann man mal kurz in den Laden gucken, wobei man die meisten Items meines Erachtens findet. Boah. Hier erstmal alles mitnehmen, hier ein Scheiß. Ist das eine Kette? Glück plus 2? Ne, da gehe ich lieber. Ich gehe hier voll auf Erfahrung. Die meiste Erfahrung mitzubekommen. Blöde ist natürlich das angesammelte Geld. Boah. Ja, auf jeden Fall auch gespendet werden muss, damit man nicht so viel verliert. Plus 3 Intelligenz, gleich mal einpfeifen den Rotz hier. 1,4, 1,4, spenden. Na. Mann, ey, dieser Bug. Ich muss 300 Alu durchspielen. Oh, die war knapp, die Quest. Oh, jetzt gibt's schon zweiminütigere. Jawohl. Jede Erfahrung mitnehmen, so viel wie geht. Das ist die Devise. Oh, hier gibt's einen neuen Stab. Der hat schon gute Schadenswerte, aber nicht so gute Attribute. Der hat auch blöde Attribute, nämlich das. Stufe 5. Juhu. Oh, Entschuldigung, gerade ging das Mikro gelaufen. Da guckt man einfach mal rein. Ausdauer plus 2. Ja, das kann man sich mitnehmen.
Ausdauer plus 3. Hätte ich mal reingeguckt, hätte ich das nie genommen. Und hier auch mal reingucken, vielleicht gibt es den Ausdauerdrang. Ja, das lohnt sich schon. Bei mir. Ja, es ist noch, sind noch Kacki-Temps. Ich würde jetzt nicht so viel pilzen wollen, um das hier zu suchen. Ach, sind alles blöde Quests hier. Nehmen wir mal die hier. Habe ich schon mal was. Na gut, plus 3 Stärke. Erstmal einpfeifen den Scheiß. Und ja, Geschick plus 2. Boah, alles so wenig hier. So, verloren. Naja, war eine die Kack-Quest, die verliert man als erstes. Muss man auch gucken. Die ist gut. Ja, klappt auch super. Oh, super, jetzt habe ich was anderes bekommen. Ah, nee, was war das? Oh, plus 6. Ja, da habe ich schon Ausdauer. Das ist halt auch nervig. So, wir haben jetzt auch Gold bekommen. Was ist das? Scheiß Waffe. Hatte ich mit Stufe 1 eine bessere Waffe bekommen? Ja, so wenig Erfahrung hier wieder. Was ist denn da los? Und auch die sind immer die knappesten. Hier, wenn ich jetzt mal hier reingehe. Zack. Die geht einfach vor der Hand. Was ist das? Plus 6 Stärke. Oh, plus 9 Intelligenz. Den kann ich mehr mitnehmen. Boah, wie knapp, Alter. Puh. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Schaden, was das betrifft. Stufe 6 schon mal da. Ja. Die ist auch nicht schlecht. Boah, wie knapp, wie knapp. Ui, das war eine Kapuze. Was gibt's da? Ist das eine gute? Nein, das ist eine scheiß Kapuze. Aber viel Erfahrung und die habe ich auch genatzt. Sehr schön, sehr schön. Ja, muss man schon aufpassen, dass man jetzt nicht angegriffen wird. Man kann ja mal spaßeshalber einen Angriff machen. Aber die haben halt hier schon mitunter gute Tränke drin. Mal skillen. Jawohl, so. Bum, bum. Es kommt ja noch genug rein hier in die Geld. Scheiße, nehme ich das. 500 Erfahrung mit 3 Minuten. Oha. Meine erste 4-minütige Quest und fast 1000 Erfahrungspunkte. So, hier sind wir wieder aufgestiegen, kriegen wieder mehr Attribute. Plus 7 jeweils, das ist auch nicht schlecht gewesen, aber... Stufe 7 und ein Pilz bekommen. Ja, jetzt muss man wieder umrechnen. Das sind so Kackschuhe hier, die brauche ich nicht. Glücksschuhe, oh. Nee, warte mal. Ja, nehmen wir das. Stufe 7... 2 Minuten, 500 Erfahrungspunkte, 1 Minute. Oh, es ist die Hälfte. Muss ich die nehmen? Doch, wenn ich Geld gehabt, also ist schon das Optimale. Ja, 2 Minuten war hier was. Außer auch plus 2 eine Kette. Ah, nee, brauche ich nicht. Ja, wobei. Es sind nicht viel weniger Erfahrungspunkte, nehme ich doch mal mit. Man kann ja ruhig die Items auch mitnehmen, wenn sie schon einmal da sind. Ist sowieso, dass in den Leveln kaufen eigentlich nicht wirklich Sinn macht. Das sind 4 Minuten und aber so wenig Erfahrungspunkte. Dass ich mir die kleine Quest mitnehme. Jetzt haben wir noch mehr Abenteuer dadurch. 1 Minute 260, das ist wahrscheinlich ganz gut. Ja, wow! Fette Beute! Oh, aber die Kette ist auch... Nee, Stärke. Ja, ich muss dran denken, dass ich kein Krieger bin. Dass ich wirklich Intelligenz kaufe. Boah, 12.000 Erfahrungspunkte, da geht der Regel nach oben. Und gleich nochmal so eine Quest, dann Stufe 8. Bam! Kurz mal reingucken, vielleicht eine neue Waffe. Das ist das wichtigste Item. Oh, Intelligenz und Glück. 3 Pilze kostet die. Extrem. Extrem, aber... Oh, 4 Gold trotzdem. Was habe ich hier? Hier habe ich 3 Stärke. Ja, nee. Ah. Lieber eine Waffe. Intelligenz und Ausdauer, das sind die richtigen Werte. Ein schöner Durchschnittsschaden. Plus 40, das ist super, denke ich. Oh, wow, kostet aber auch eine Menge. Boah, Mist. Nee. Bringt auch nichts, obwohl die schon 4 Pilze kostet, hat die noch so viel Gold auf dem Buckel. Ihr könnt jetzt mal spaßeshalber gucken, was kriegt man für ein Greifen. 2 Gold. 64. Könnte ich also mit Greifen mir kaufen. Nee, da guckt man lieber noch mal rein. Da geht man das Geld lieber am Ende aus. Wobei ja die Ausrüstung nicht billiger wird. Oh, das sind auch mehr Goldquests gewesen hier. Und wir trinken die ersten Pilze. So, bebem. 5 Minuten 600, 2 Minuten 237, 345. Boah, das weiß ich gerade gar nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass der mit dem wenigsten Geld das beste Verhältnis hat zu den Erfahrungspunkten. Ah, 3 Minuten 800, das sieht gut aus. Ja. Läuft doch alles, läuft alles super. 5 Minuten, ja, dann nehmen wir die. Gibt auch ein Gold. Und bald haben wir Stufe 9 erreicht, geil. Stufe 9 aufgestiegen, Ehre, 1000 Ehre. Geschafft, 25 Goldstücke verdient, das ist so geil. So hammermäßig geil, ein Silber kriegt man für unsere Standardwaffe, wie fetzig. Oh, hier, super. Richtig schön. Und Stufe 10 ist in greifbarer Nähe. 6 Minuten gehen die Quest jetzt schon hoch. Aber 3 Minuten gibt mehr Erfahrungspunkte im Verhältnis. Also nehme ich natürlich die mit. Und alles, was jetzt kein Gold abgibt, ist schon ein gutes Verhältnis. Ja, mal wieder so eine ähnliche Quest mit 600 Erfahrungspunkten. Wir brauchen insgesamt noch 3300. Ja, 6 Minuten. 939. Ja, nee, dann nehmen wir die mit. Okay. So, 6 Minuten, 1100. 4 Minuten, ah, na, nehmen wir die. Man sieht natürlich, je weiter man aufsteigt. Boah, sie war haarscharf gewesen. Hat aber auch noch einen Pilz gebracht, also hat sich gelohnt. Was ist das? Das ist sinnlos. Das ist 4 Minuten, 900 Erfahrungspunkte, jawohl. Das ist. Ist das der Aufstieg? Nein, noch nicht. Es fehlen noch knapp so viele Erfahrungspunkte wie ich jetzt. Oh, ich glaube, das müsste reichen. Jawohl, Level 10! Bam! Erste Hürde geschafft. Auf meinem ersten Server kam ich nicht weiter. Also so mit normal 100 Alu kann man Stufe 10 schon erreichen. Per Gilde. Ja, ich werde jetzt eins machen. Ich mache jetzt eine Pause kurz. Und ihr werdet sehen, wie es dann weitergeht. Bis gleich. Jawohl, und da geht's auch schon weiter. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das Sammelalbum gesucht. Ab Stufe 10 kann man das suchen. Sollte man sofort machen. Für die Leute, die nicht pilzen, ihr solltet euch wirklich das Geld zusammensparen. Weil das ist wirklich wichtig, einfach so schnell wie möglich das Sammelalbum zu bekommen. Gleich am ersten Tag. Ja, ihr könnt auch sehen, ich habe mir auch... ich habe insgesamt... vielleicht 10 Pilze ausgegeben. Da habe ich schon gefunden. Das heißt auch, einige können, sollten sich wirklich wenigstens für 5 Euro oder so pilzen, damit sie das Sammelalbum blättern können und keinen Tag da verschwenden. Ja, und ich habe mir in der Zwischenzeit noch einen Ausdauertrank gekauft, den ich gesehen hatte, und einen schönen Ring, der meine Werte auf jeden Fall pusht. Und ja, das Problem ist natürlich, ja, Gold ist verloren gegangen und ich möchte aber nicht viel Zeit verlieren. Ich möchte schon sinnlose Angriffe tätigen und Erfahrungspunkte-Bonus des Sammelalbums bekommen. Und das heißt, ich muss also hier meine Pilze nutzen, um den Greifen zu kaufen. Ich bin jetzt Stufe 10, da kriegt man für eine Verlängerung fast 4 Gold. Und ja, das heißt, die Laufzeit verlängert sich und ich bekomme das Gold. Und habe hier jetzt 30 Gold insgesamt und kann mir das Sammelalbum kaufen, kann es gleich einsetzen, bekomme schon fast einen Bonus für meine Items, die ich habe. Ja, und damit können wir jetzt hier wahllos Leute angreifen, die wie den zum Beispiel, der bei 26 Geschick Ausrüstung hat. Und einfach wahllos Leute angreifen. Ich habe jetzt einen angegriffen, der hat mir 4 oder 5 Bildchen gebracht. Und das heißt, wir pushen erstmal unseren Orden wieder. Des Weiteren aber pushen wir vor allen Dingen auch. Oh, der ist aber gar nicht schlecht. Das wird interessant. Ah, nein, doch. Pushen wir vor allen Dingen auch unser Sammelalbum, bekommen hier schon fast 2% Bonus. Also der hat auch wieder, der hat 7 Bildchen gebracht oder sowas. Ich muss mir kurz meine Werte angucken. Ja, okay. Ich greife voraussichtlich erstmal eben Low-Spieler an hier und auch Magier, weil Magier dann den Engineer greifen braucht und der hat nichts. Muss ich schon drauf achten, habe ich jetzt nicht gemacht. Die ein bisschen Stufe haben, die haben schon ein paar Items hier gesammelt und die können mir auf jeden Fall nichts anhaben. Und so habe ich jetzt schon 2% bekommen. BB, BB, GG. Das ist halt alles Erfahrungsanteil, die ich jetzt mehr bekomme, dadurch, dass ich mein Sammelalbum noch pushe, die mir sonst eben verloren gegangen wären. Ich bin jetzt Rang 768, 64. Gehen wir mal in den 1000er Rangbereich. Hier haben wir einige schon auf Stufe 10. Wow, der hat einiges an Stärke. Puh,
Puh, der hat doch weitaus mehr Schaden als ich. Den sollte ich nicht angreifen unbedingt. Und die haben auch alle noch, wenn ich gewinne, kriege ich Ehre. Das ist nicht gut. Weil wenn ich Ehre gewinne und aussteige, bin ich wieder anfälliger. Oh ja, der sieht gut aus. Der hat zum Beispiel ein paar Sachen, die ich noch nicht hatte. Jawohl, der hat wieder extrem reingehauen, der Typ. Das mache ich halt. Man kann auch mal einen Kundi angreifen, weil Kundi haben es ja meistens schlechter und auch ich sehe schon vom Schaden her. Da kommt er nicht mal ansatzweise ran an mich. Wow! Hä? Warum ist das so knapp gewesen? Da muss er ganz schön viel Glück gehabt haben. Ja, aber da gibt es natürlich auch viel, viel. Das ist das Geile am Anfang, einfach wahllos Leute angreifen. Da braucht man sich keine Items raussuchen, keine Namen aufschreiben. Das ist auch wieder ein Kundi. Mal gucken, wie das läuft jetzt hier auf den anderen. Ja, 3% jetzt schon Erfahrung. Ich mache das jetzt bis 5%, weil ich ja dann weiterspielen muss. Muss ja meine Alu noch packen. Adam, Stufe 9, Krieger. Wow. Der ist da. Das könnte interessant werden. Das könnte ich vergessen, verlieren. Deswegen, ja, habe ich auch verloren. Bam. Naja, ist nicht schlimm. So steige ich auch ein bisschen ab. Können wir alles machen. Ah, Stufe 6 Magier, der hatte schön viel Schaden auch schon. Auch der 3% jetzt knapp. Mama, oh, dieses bloß dieses Eingeben und Fab Tank. Oh, der hat einen Schuh. Der hat zwei Tränke, aber vom Schaden ist der so schlecht, der hat noch seine Standardwaffe. Jawohl, oh, gibt fast 50% Sammelalbum. Also Krieger haben ja extrem viel Items zur Auswahl. Hier, Level 9 Magier, nehmen wir gleich mal mit. Na, ah, der hatte ein bisschen weniger. Er hat auch nicht volle Items gehabt, aber das ist ja egal. Man macht es ja einfach wahllos. Wir können ja mal den letzten hier angreifen, aber das ist eigentlich sinnlos. Mal gucken, der hat drei Sachen, der hat drei Items. Aber hat mir, glaube ich, zwei Bilder gegeben von den dreien. Das macht man dann am Ende, wenn man filtert. Das ist das Geile, das macht Spaß. Mythos. Hier ist wieder ein Kundi, der hat auch so einen Kackbogen. Vier Items. Ja, auch wieder zwei Bilder gegeben. Ah, ja. Aber ich brauche jetzt welche, die wirklich voll sind. Ich brauche welche, die voll sind. Hokus Pokus. Der ist nicht voll, aber der hat auch ein paar Sachen, glaube ich, hier. Ja, drei, vier Bilder. Und 800 mal eingeben hier. Herwig. Oh, hier haben wir einen Level 10er. Bogen. Wow. Mal gucken. Oh, das war knapp. Au. Ich glaube, der hatte ein paar Bilder mehr gehabt. 80 habe ich jetzt, das muss ich mir mal merken. Und ich steige auf im Rang, also ich kriege immer noch Ehre. Na, durch den Abstand ist das natürlich jetzt ziemlich schnell. Quicksilver, nee. Ich will ein paar mehr Items hier haben, die Jungs von euch. Nehmen wir mal den, das ist ein Kundi Bovit. Oh. Der hat nie den ganzen Rang drin. Ja, ja, 5% haben wir schon erreicht. Wie schnell geht das? 2 Minuten und ich habe 25 gewonnene Kämpfe. Ja komm, dann mach mal 6, weil es so schön ist. Dreamer S22. Ja, na, ich glaube, der hat nicht viel. Der hat eine Zwille, der hat auch noch sowas hier. Das kann man auch immer im Moment nehmen. Jetzt haben wir nicht so viele. 90, ja. Super. 2000 mal eigentlich, krieg ich immer noch Ehre hier. Ja, es ist Level 10. Oh, ich glaube, der hat auch ein bisschen was. Jawohl, etwas. 2 Bilder. Naja, und 1500 Ehre reicht also. Das sind alles Attributspushungen. Das ist richtig schön, ist das. 1000 haben wir hier. Ein Speedstyler, der ist Dungeon. Wow, der ist vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Hat eine schlechte Waffe. Oh, der macht Let's Players. Super. Greifen wir gleich mal an hier, live gegen Spielestyler. Den gucken wir uns auch mal an, den Kampf hier. Naja, er macht ziemlich wenig Schaden und jetzt komme ich langsam in Fahrt. Mein Stab, das sollte ich gewinnen, sei denn er grittet. Boah, gleich viel Glück, keiner grittet. Das ist doch knapp. Sind beide die Hälfte. Wow, das könnte ich sogar... Nein, der nächste... Der nächste muss sitzen. Der nächste muss sitzen. Jawohl. Ja, ja. Auch 51 Ehre gewonnen. Ey, krasses Pferd. Puh. Aber er hatte ein paar Bildchen für mich. Und wir haben die 6% jetzt erreicht. Supi. So, kurz mal das Gold in die Gilde gespendet. Und jetzt machen wir Alu weiter. Wir haben noch einiges vor uns. Und jetzt ist halt so, dass wirklich in den Erfahrungspunkten hier gleich plus 6 Sammlerbonus mit dasteht. Das ist richtig Hammer. Jawohl.
Unterschied sieht man jetzt natürlich nicht, denn durch die Monster kriegen wir ja auch Punkte, ne? Das ist auch geil. Wow, 7 Minuten 1300. Jetzt muss ich mal gucken, das ist fast so viel Gold wie das hier. Mal 3. Ist das eigentlich besser? Glaube ich. Ah, ich nehme trotzdem das. Vielleicht kriegen wir noch die 7%. 5 Minuten. Ja, hatte ich verhältnismäßig doch weniger gehabt. Mit den 7,5. Oh, die, oh. Ist auch wieder gefährlich. Ich nehme die. 1000 Erfahrungspunkte sind ganz gut. Ein paar Level müssen wir noch aufsteigen. Also es gibt sicherlich einige, die haben noch mehr fürs Sammeln, weil die auch viel mehr Zeit hatten wahrscheinlich. Ich muss ja die Quest durchspielen. Aber ich werde auf jeden Fall hier mit 10% aufhören. Nach jedem Levelanstieg mache ich noch ein bisschen mehr im Sammelalbum. Ja, sieht ganz gut aus. Die Quest könnte fast ein Aufstieg sein. Nee, war es noch nicht ganz. Ausdauer plus 4. Was habe ich hier eigentlich? Intelligenz plus 3. Das lohnt sich nicht wirklich. Wobei die Quests eigentlich auch total rot sind. Nehmen wir es doch mal mit. Hat auch mehr Rüstung. Ist ja auch wichtig. Da bin ich ziemlich schlecht. Aber ja, am Anfang interessiert das noch nicht so. Ja, wir haben wieder ein bisschen Geld gewonnen. Aber noch keinen Levelanstieg, Aufstieg. Mag das auch nicht, wenn dann so viel übrig ist. Oh, wieder so eine Entscheidung. Aber diesmal nehme ich die längere. Stufe 11. Hey. Hätte ich doch mal die 5 Minuten nehmen sollen. Das hätte ausgereicht von der Erfahrung. Ja, so, da müssen wir wieder ein bisschen hier farmen. Wenn farmen wir denn da 1500. Stufe 8 Krieger. Oh, der hat nicht so viel. Aber egal, nehmen wir trotzdem. Hat aber immer noch ein paar Bildchen gehabt. 500. Playboy, Stufe 9 Magier, der ist voll gepackt. Jawohl, 7% erreicht. 1500. Willi Ru ist auch ein Magier, der hat auch ein bisschen was. Boah! Das war knapp. Der hat 4 Bilder gehabt. Das war echt knapp. Oh, hier ist ein Stufe 10 Magier wieder. 7,24. Ja, sind 5 Bilder, glaube ich, gewesen. Wie viel habe ich jetzt? 128. Oh, hier ist der runtergefallen. Wow. Puh. Der hat ordentlich viel Stärke. Wenn ich das schaffe, wäre das gar nicht so schlecht. Jawohl. Der hat nämlich... Was? 108? Waren das 10 Bilder? Wenn ich es mir schon angucke, muss ich es mir auch merken. Doch, gleich. 8,12%. Krass. 138 Bilder, oder? Ja, 138. Oh, ich bin aber so schlecht drin eigentlich. Also ich bin kein Experte im Sammelalbum. 138, aber jetzt geht auch die Ehre hier nicht mehr runter. Ist ganz gut. Der ist auch voll. 138 Bilder hatte ich. Jetzt habe ich 3 Bilder bekommen. Das machen wir mal bis 10% jetzt hier. Bei der Stufe, das gibt umso mehr Erfahrungspunkte, die wir brauchen. 1400, mal gucken, was es hier gibt. Hier gibt es eine Stufe 10 Magier. Na, der hat nicht so viel. Ja, der Krieger sieht besser aus. 131 hatte ich, 141 hatte ich gehabt. Der hat 6 Bilder. Auch nicht schlecht. 147 jetzt also, Penner. Das war der, den ich gerade hatte, jawohl. Nehmen wir mal den IROPS. Ja, das sieht super aus. Der hat einen Intelligenztrank. Das hätte gefährlich sein können, weil ich ja keinen habe. Ja, der hat er auch wieder. 108 Bilder. Das geht wie beim Brezelbacken. 155 jetzt. Jawohl, jawohl, jawohl. Mario, das ist wieder der gleiche. Dann gehen wir mal auf den Stufe 11 Krieger. Wow, okay. Der hat eine gar nicht so schlechte Waffe. Aber wenn ich das gewinne, krieg ich... Oh, nee. Boah, 2 Gold verloren. Na, das ist natürlich kacke. Das ist natürlich... Ja, und da bin ich auch gleich angegriffen worden hier von Yasa. Da sieht man natürlich, dass der mit Stufe 12 hier... Ich habe es mir gerade mal angeguckt. Ja, extrem viel Push-Up-Wert hat hier. Also Intelligenz vor allen Dingen. Der hat geskillt. Das sieht man halt bei mir, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich halt ein bisschen Geld in die Gilde auch investiere. Aber da muss man halt durch. Es zählt ja hier nicht der reine Erfolg am Anfang, denn
Ja, man hätte jetzt nochmal gucken können. Jasa, wo steckt der drin? Minime. Ja, es wird eine Gilde sein, den habe ich in einer Woche. Ist der 20 Level hinter mir vielleicht? Oder 10. Während hier jetzt nicht so gute Quests dabei sind, also wenn man schon 2 Gold für eine Quest kriegt, ist es nicht so günstig. Und endlich daran. Ach, stimmt, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Daran habe ich ja überhaupt gar nicht gedacht. Ja, den Questschlüssel, den müssen wir natürlich mitnehmen. Oh, das war eine knappe Quest. Ja. Das ist jetzt nämlich interessant. Jetzt ist die Frage, probiert man den Dungeon? Ach komm, warum nicht? Ist ja ein Intelligenzgegner, aber da sieht man halt, da brauchst du wieder die Skills, ne? Das heißt, ich muss jetzt doch ein bisschen skillen, um da schneller ranzukommen. Aber dafür brauche ich natürlich ein bisschen Geld. Und das Geld, das kommt entweder durch die Quests, wenn man sich halt dafür entscheidet, dann nicht mehr auf Erfahrung zu gehen. Dann kriegt man schnell mal ein bisschen Gold. Das Gute ist, dadurch, dass ich noch nicht viel geskillt habe, sind die Skills sehr, ja, kostengünstig. Und ich habe natürlich die Ausrüstung, ne? Und die Ausrüstung ist halt letztendlich auch entscheidend. Und dann nimmt man halt sowas mal mit, obwohl es jetzt nicht so optimal ist. Aber es steigert doch meinen Intelligenzwert. Und ja, oh, die sind aber alle sowieso schlecht hier. Quests habe ich so das Gefühl. Oh, das ist nicht so prall. Boah. Interessant, ne? Der gibt fast ein Gold mehr ab. Und hat sogar noch mehr Erfahrung. Also da gibt es selbst noch, muss man immer noch Glück haben mit den Quests. Ja, 17 Gold, das wird alles erstmal geskillt hier auf Intelligenz. Jetzt bin ich auf 90. Das ist schon gar nicht so schlecht. Das sind nicht so günstige Items hier. Noch was Besseres kriegen können. Ja, also muss man mal sehen jetzt hier. Wieder einen Pilz bekommen. Natürlich nie verkehrt, Pilze zu bekommen. Ja. Aber so richtig krasse Quests kriege ich hier gerade nicht, habe ich das Gefühl. Boah, ja, die ist gut, aber ja, man muss auch wieder gucken, durch 4 sind das 500 Erfahrungspunkte fast. Aber ich habe jetzt so viel Scheiße gehabt, dann nehme ich die 10. Na, nächstes Mal nicht gemacht, ja. Es ist nämlich immer das Gleiche irgendwie, habe ich so das Gefühl. Das Sammelalbum ist jetzt auf 10% Bonus. Mache ich noch die Quest hier zu Ende. Jetzt habe ich noch wie viel Alu? Ich habe noch 72 Alu. Da können wir vorher nochmal ein bisschen kämpfen. Vendolin Stufe 10 Krieger. Geschafft. Wie viele Bilder waren es jetzt? 173. 173. Den können wir auch mal mitnehmen hier. 177 hat also auch ein bisschen was gebracht. Hier haben wir eine Stufe 11. Wow, mit ziemlich viel Crap. Der schreibt Ende. Was ist das für ein Spieler? Der hat aber weniger Intelligenz und auch kaum Schaden, also der ist kein Problem. Wir haben auch ein paar Bilder gebracht, jetzt habe ich 179. Hier 11 Krieger, Dakini, der hat auch einiges. Hat aber auch schon gute Tränke, aber ist halt auch nicht geskillt. Also das ist immer so die Sache, dass er werden die dann kein Problem. Der hatte 7 Bilder wieder für mich gehabt. Das ist nicht schlecht. 1450 mal nochmal eingeben. Da habe ich jetzt hier einen Staff-LP-Krieger. Der hat bestimmt auch 2-3 Bilder für mich. 91 jetzt insgesamt. Ich weiß gar nicht, auf welchen Level oder welchen. Ja, hier, den nehmen wir mal auch mit. 96. Ich weiß nicht, auf welchen Prozentwert man aufhören sollte, da wahllos reinzugehen, aber ich denke mal, bei 12% kann auch nichts passieren. 1900 mal zum Spaß eingeben, so ein Level 7er hier. Na ja, gut, die haben natürlich nicht so viel. Das ist ein Magier, der hat volle Items. Auf Stufe 8. Ah, hat er auch 3 Bilder für mich. Jetzt ab 200 Bildchen, dann werde ich wieder questen.
Dann nehmen wir nochmal 1250. Boah, also man sieht auch, das sind alle Stufe 7er. Der ist aber auch voll, den habe ich noch nie angegriffen. Und der gibt mir 4 Bilder. 12% Bonus. Und ja, dann die Quest hier. Das ist natürlich schwer, das sieht immer so wenig aus dann. Aber der Unterschied wäre doch da, wenn ich das gar nicht gemacht hätte, hätte ich mal locker ein Level oder ein Level weniger, was ich erreichen kann hier. So, was ist das jetzt hier? Also das Maximal sind ja 10er, das 1600 ist auch nicht so gut. Oh, da ist das eigentlich am besten hier. Gibt doch nicht ganz so viel Gold. Das Schuhe, geschickt plus 6. Quatsch ist das. Ja, babam. Oh, alle so Mist hier wieder. Gibt auch nicht viel Gold ab. Das ist eine gute 2,5-minütige, also wenn man es halt hochrechnet, das ist wieder Mist hier. Das ist kompletter Mist, eigentlich muss ich die nehmen, weil ich kann mit 5 Minuten 1000 Erfahrungspunkte kriegen auf dem Level. Also muss ich die kleinere nehmen, in der Hoffnung, dass ich die Differenz rauskriege. Ja, na und genau, dann kommt die, aber dann nehme ich halt wiederum die hier. Obwohl, nee, die ist schon ganz gut hier. Die nehme ich. Stufe 13, jawohl, bam. So. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Geld bekommen. Jetzt kann man nochmal schauen in den... Ja, ach, ich habe ja noch meine Kackwaffe. Tatsache. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Waffe und auch sowas ist gar nicht so schlecht. Kostet aber 11 Gold. Ist jetzt nicht so günstig, das auszugeben. Wenn dann mit dem Pilz. Die sind halt extrem teuer, die Wertgegenstände hier. Guck mal, was es hier so gibt. Wow, eine Intelligenzwaffe! Und mein Gold reicht sogar aus, ey. Wie fetzig, ey. Übelst geile Waffe. Jetzt liegt der Dungeon, aber... Pronto! Mit einem Versuch. Ja, siehst du. Es gibt 1200 Erfahrung. Ist jetzt kein großartiges Level-Up oder so, aber... Gibt halt Gold ab. Da können wir gleich mal in den nächsten reingehen. Das ist ein Stärke-Gegner. Das könnte schwer sein, ja. Und ja, unser erstes Epic mit 5 Überlebenserfahrungs-Heilpunkte, meine ich. Wahnsinn, aber ich habe da noch gar nichts, also das Glück... Ach nee, Quatsch, ist ja ein Ring. Oh, ich dachte, das ist... Bringt mir aber nichts, Glück. Ich hasse Glück. Mag Glück überhaupt nicht. Nicht am Anfang. Das sind 6 Gold wieder. Mal den nächsten Dungeon probieren hier. Ja, okay, der ist schon stärker, der Gegner. Das wird noch nichts. Bräuchte schon extrem viel Glück. Das habe ich halt nicht und... Ja, man könnte sich sowas halt wiederum kaufen. Aber wir haben halt wieder Erfahrung bekommen, die es mir leichter macht, ein Level abzubekommen. Oh, krasse Scheiße. So Mist. Das ist richtig Mist, die Quest. Wirklich. 5 Minuten versaut dadurch. Das ist eine bessere 7,5-minütige. Und vielleicht schaffe ich noch die Stufe 14. Das wäre echt schön. Ich glaube, der Beste hatte Stufe 15. Ja, also die Guten sind ja auf Stufe 14. Der Otter Stufe 15, der hat auch 30% Sammelalbum als Kundschafter. Der hat 5 Dungeons. Ist natürlich der Vorteil als Kundschafter. Er hat erstmal bessere Skills natürlich und auch bessere Werte. Aber als Kundschafter liegen die Dungeons halt auch ein bisschen einfacher, gerade die Stärke Gegner, also sowas wie ich jetzt zu tun habe. Also wenn ich Stufe 14 erreichen sollte, jetzt noch, wäre das schon echt gut. Jawohl. Ich könnte sagen, gegen den Stärke-Gegner bräuchte ich wieder mehr Ausdauer. Ausdauer habe ich noch gar nicht geskillt. Ach doch, habe ich schon, aber nur ein bisschen. Der Ausdauertrank soll ja auch was bringen. Das könnte man auf jeden Fall in Angriff nehmen. Erstmal wieder questen. Ich brauche noch 4000 Erfahrungspunkte, knapp. Mal gucken, was da jetzt so abgeht hier. Le Matere. 91 Intelligenz. Gibt mir auch was für Summer. 215 Bilder habe ich jetzt. Und noch 9 Minuten. 215 Bilder hier. Kundschafter, jawohl. Das sieht gut aus. 215 gibt mir auch wieder 4 Bilder. Also man kann mit 3 bis 4 Bildern ist man ganz gut dabei hier, denke ich. MacBoom, Stufe 10. Krieger, die Waffe habe ich noch nicht gehabt, auf jeden Fall. Oh, gibt mir auch wieder 5.
war ich gerade gewesen, aber von der Intelligenzquote her habe ich hier noch eine Chance. Auch der gibt mir wieder ein bisschen was fürs Sammeln. Gleich habe ich meine 14% wieder zusammen, also das geht halt wirklich ganz locker flockig. 1150, die Popel, das ist ja geiler, ist ja geile Gilde. Mal sehen, gibt der mir schon die 14%? Nein, noch nicht. Ah doch, na klar, 13,71%. Bam. Die Quest ist gut. 5 Alu. Gibt auch wieder was fürs Sammelalbum. Boah, das wird echt knapp, aber das... Ich kann Stufe 14 nur schaffen mit dem Dungeon, glaube ich. Das heißt, ich muss alles skillen. 80 und noch mehr. Die bessere Waffe. Reicht es? Reicht es? Boah, der war knapp. Ja! Oh, und ein super Item. Nice. Oh, super Robe. Ja, da schaffe ich es auf jeden Fall mit Level 14. Dicker, das geht ab hier. Das macht Spaß. Könnte man gleich mal in den nächsten dann gucken. Was ist das? Geschickgegner. Geschick sind gut für Intelligenzgegner, aber der macht viel Schaden. Boah, Grit, ey. Ja, nee, ja, doch. Man muss sich mal die Werte angucken. Das ist noch nix. Aber morgen liegt der auf jeden Fall. Und wichtig war ja nur, Stufe 14 zu erreichen. Und das sollte ich jetzt auf jeden Fall schaffen. Die Erfahrungspunkte, die der mir gegeben hat, die waren sehr gut. 10 Minuten, 2000 Erfahrungspunkte. Stufe 14! Ja, und 14%. Fast. Ein Bildchen brauche ich noch, ein Monster. Und wir haben noch... Wow, jetzt muss ich überlegen. Was passiert denn jetzt, wenn ich... nur noch 2 Minuten übrig habe. Letzte Quest ist wichtig. Oh. Oh, ist alles so scheiße, ey. Ich komme ja gar nicht auf 2 Minuten letzte Quest. Scheiße, das weiß ich jetzt nicht so. Oh. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich mache, ey. Ich habe Angst, wenn ich die jetzt nehme. Ich nehme die jetzt. Auf die Gefahr hin, jetzt 200 Erfahrungspunkte zu verlieren. Nein, super, alles richtig gemacht. Die letzte Quest wird zurückberechnet. Und da gibt es nochmal was Schönes hier. Nochmal schöne Erfahrungspunkte. Also bin ich Stufe 14,5. Das ist der erste Tag. Und 37 Minuten Video, das ist echt krass. Merkt man gar nicht, wie schnell das geht. Und ja, die Gilde baut ordentlich aus. Super. Wenn man mal jetzt so guckt, also die Happy Hour ist gleich vorbei. Wir haben einen mit Stufe 15. Und ja, ich kann mich ja erstmal nur nach den Magiern hier richten. Der hat Stufe 14, der ist ähnlich weit. Hat solche Basiskills hier, 80, 70. Ich kann auf jeden Fall jetzt schauen noch nach neuen Items. Vor allen Dingen habe ich noch keinen Intelligenztrank. Das ist ja sehr entscheidend. Macht auf jeden Fall Spaß, also ich denke mal, ich habe ganz gut gemacht hier. Stufe 14, wie viele Dungeons hat der hier oben? Könnte mich natürlich jetzt probieren, noch vorzuarbeiten, aber der hat 4 Dungeons. Also einen sogar mehr als ich. Das ist der stärke Gegner. Der Geschickgegner, Elendra, hat 5 Dungeons. Und Basiswert 183 und hat auch schon Epic. Rang 2, geil. Lama Stufe 13. Was haben wir denn hier noch so? Die sind alle 14 und 13, 12 und 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 13, Stufe 14, was bin ich noch? In Stufe 14 Bonaparte. Ja, cooler Name. Aber erst 3 Dungeons, sonst gehört zu Diabolik. Boah, ich denke, da bin ich gut dabei, also... sind jetzt nicht so viele Hardcore-Pilzer dabei, denkt man. Das kann sich morgen natürlich nochmal ändern. Aber, oder in den nächsten Tagen, weil ja noch viele den Greifen jetzt noch nicht so weit vorziehen. Magic Noble hier. Er hat keine Waffe, also hat sich zurückpushen lassen. 404 gewonnene Kämpfe. Na, da bin ich natürlich noch ein bisschen dahinter. Mit 49... Oh! 49 gewonnene Kämpfe, da muss ich... Hä, wieso erst 49? Ich dachte, ich hätte die 50 schon längst geknackt. Ups, da hat sich gerade mein Mikrofon verabschiedet. Keine Ahnung. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Ja.
All, auch hier die Kette noch nicht optimal. Also ich glaube, wenn ich hier in dem Bereich mal ein bisschen noch pilze, gucken, was es hier gibt. Regen habe ich schon in relativ guten Intelligenz und Stärke. Ich bräuchte mal so eine Kette. Und einen Intelligenztrank vor allen Dingen. Das ist wichtig. Der ist wichtig. Der macht schon ein bisschen Unterschied zu allen Sachen hier. Gibt es hier noch eine Kette vielleicht? Ja, scheiß drauf. Wir können es jetzt mit dem Intelligenztrank nochmal probieren oder mit irgendwas Schönes. Ausdauer 20. Intelligenz plus 20. Wow. Und mit einem Pilz. Das ist immer optimal, weil es ist kaum Gold, was ich da verschwende. Wucha. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr stark. Würde... Ja, der Rest wurde gerade in die Gilde gespendet. Und... Ja, ich würde mal sagen, wir greifen einfach mal hier so die Top-Magier an. Den ersten, Elendra. Wobei, ne, den greife ich nicht an, weil der macht mich total fertig. Der hat einfach übelst geile Skills. Gegen den habe ich noch keine Chance. Greifen wir mal die Magier so in meinem Ehrenbereich an, Stufe 12 Schoki. Ja, da war kein Problem. Und ich habe meine 50 bekommen. Aber wir greifen mal einen aus den Top 50 an. Oder ne, aus den Top 15. Wen haben wir denn hier als schwächsten Magier in den Top 15? Der hat zum Beispiel auch viel Ausdauer. Mehr als ich. Natürlich. Aber abgerechnet wird der immer erst am Ende. Also nach ein paar Wochen. Aber wir greifen den einfach mal an. Oh, der hat fast 30% Sammelalbum. Also der ist fleißig. Gegen den werde ich verlieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Nein. Oder nicht. Ach ja, okay. Ich habe weitaus mehr Intelligenz. Puh. 15% Sammelalbum. Ja, nee, ich bin auf dem guten. Ich bin auf einem guten Weg, was das betrifft. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wahnsinn, 42 Minuten, scheiß Video, Alter. Ja, 0 Uhr ist es jetzt auch schon wieder. Ja, das heißt, wir haben wieder neue Alu und es gibt... Pilzernte. Was, wie? Ach. Also es gibt jetzt mehr Pilze in den Quests, aber... Wir haben auch Pilzaktionen. Es ist Schlummerschlussverkauf, genau. Also das sind da mehrere Events jetzt hier, wie es aussieht. Hammermäßig. Da geht's hier los und gleich mit einem Ring. Plus 22 Ausdauer. Könnte ich gebrauchen für meinen... Für den Dungeon. Könnte ich den gebrauchen. Wobei, den schaffen wir auch so, oder? Komm, Dungeon. 1, 2... Komm, ich will den scheiß Dungeon noch schaffen. Aber schaffe ich nicht. Naja gut, dann muss ich das später machen. Bin auf jeden Fall wieder angegriffen worden. Er Jordan hat mich noch angegriffen hier. Das ist hier. Oh, 14. Der gerade so gegen mich gewonnen hat. Wahnsinn. Ja, also das war's für Tag 1. Und ja, freut euch auf jeden Fall drauf, meine Fortschritte dann in den nächsten Tagen und in der nächsten Woche zu sehen. Wir sind gut dabei. Tschüss.